und jetzt zu dem heutigen Abend. Mit der Zeit zurück ist der Gang zu uns, das meine ich zu den jüdischen Lehnern, ein Kohlkeure von den lebengebliebenen Spockemitgliedern und die umgekommenen jüdisch-sowjetischen Schreiber. Der Ruf ist gewählt. Der Mondsee, Redwedensee, Lehensee, weil sein Turm nicht vergessen werden. Die Mischpoche-Mitglieder, welche gefinden sich zurück in Israel, seien mir sehr weitog ausgeschreit, der Gangen zu unseren Euren. Nee, mir Turm sei nicht vergessen. Es ist nicht genug, was wir machen, einmal ein Jahr, ein Undenk noch Mittag, noch sehen. Es ist nicht genug. Wir müssen auch die literarischen Riesen, nicht nur der Monen, nur Leinen, Herrn seier Wort, seier Klang, seier Nachtrachtungen. Sei seinen umgekommen von Mörders Hand, und übergelost a kolossale Jeruschen von dem jüdischen Volk. Das seinen Perlen, welche man da versammeln und lehnen. Zwischen die 24 der harkete jüdische Schreiber sein gewen Riesen von Poesie, der Zählung, kurze und längere Belletristik. In jeder Form und Literatur schaffen. Mit außergewöhnlichen Gedanken, mit welchen jeder von sie hat sich herumgetrogen und gerangelt sich mit sie. Gerangelt sich als Jid und als Mensch. Haben wir verbeten, unser Poet in Residenz, dem Redaktor von Hessen, unser Moshe Sklar, und ihm gebeten, ausgläubigen einen von sie. Und der eine ist der äußergewöhnliche Dichter von Liebe und Mut, wie er ruft sie an. Von Sensitivkeit, von Leidenschaft, von tiefer Bängschaft und Liebe zum Volk, zu dem jüdischen Volk. Endlichkeit, Alleinkeit, die Leitmotiven von unserem Dichter David Hofstein. Gib mir über das Wort unser Dichter Moshe Sklar und wenn sie vorübergetroffen in Zeit und Räum, zu weiten Zeiten und Nonte, und sehen dem Schöpfer, dem Mensch und dem Jid David Hofstein. Moshe Sklar. Wegen David Hofstein, wegen einem von den vielzahligen jüdischen Schreiber im Sowjetenverband, welche haben so viel beigetragen zu der jüdischen Literatur, sei in Russland und sei in der Welt. Schon nicht lang, und es werden 50 Jahre sind am tragischen 12. August, von Jahr 1952, wenn der Moskau Lubjanka ist umgebracht geworden, die Freund von der jüdisch-sowjetischen Literatur und Kultur. Und zusammen damit ist er ausgerissen geworden von ihr, der schönste Diemen, der größte Dichter David Hofstein.
und er kam in der Kreisliga Date 50, teilte davor ein ganz Jahr und von Hofsteins 102. Geburtstag durch einfeuerlich will wir heim treffen wegen ihm, der Mann sein heiligen Andenken. Weil nicht nur bei speziellen Gelegenheiten darf nur der Mann der umgebrachte die sowjetische Schreiber, es hat gesagt, unser Liebke, seinen größten Beitrag zu der jüdischen Kultur und seiner Tragödie, das durch unsere Tragödie, als er seine Gewehen, ein Teil von dem Gut und eine Schöne vom jüdischen Volk. Bis oft der Mann sei der Mann sei ihr Leben, seine Schaffungen, denn wir haben die Sicherheit, dass wir nicht vergessen werden. Als ein Undenk wird wandern von Dau zu Dau, und erleuchten dem Himmel, was über uns die goldig pünktchenige Stern. Einer Asanstern ist gewann David Hofstein. Gewann ist er ein tiefer Lyriker, nicht bloß in seine persönlichen, intime Lieder, nur auch in seine Hymnen zu Mensch und Welt, in welcher er gewann vergeugt und seine Unheil für sein Schaffen, sind seine erste Tritt in der jüdischen Literatur noch in der Unheil vom vorigen Jahrhundert. Bei der ganzen Allmenschlichkeit von seinen Liedern und Poemes ist er schon das Name Nationalste zwischen den jüdischen Schreibern zusammengelegt und geschaffen in gewesenen Sowjetverband. Der bewusste Forscher von der jüdischen sowjetischen Literatur, Eliezer Podratschik, schreibt in sein Werk im Kopf von Zeiten der Mann, die Kopfbrennen und andere jüdisch-sowjetische Dichter und Schreiber. Als ich zitiere: Im Untergrund von seiner Welt, der er verhang geistige Plasten, muss der Mann in die beste Tradition von der jüdischen Kultur und alle Deures und von allen Zeiten. Euch fleißig sich der Grundlern zu den Wurzeln, wo es uns wenn wir da greifen zu den Bereichen von unserer Geschichte. Wir werden gefunden dort eine hübsche Galerie von Bildern und Rhythmen von Tanach, Talmud und eine Fülle von der Kabbala. Er beweist es mit unzähligen Beispielen und Vergleichen, besonders von David Hofsteins Dichtung und euch von den Liedern und Prosenschaffungen von Perls Markisch, Kuhl Halkin, Leit Kvitko, Garnister, Robert Bergeson und viele, viele andere. Was mehr wir vertiefen sich, wenn die Schaffungen von jenen Schreibern sehen will, die Richtigkeit von Lieder und Gewerter. Und es kommt euch zu verdeuern, was die Welt, die jüdische Welt auf dem Meere, was er lange Zeit negiert, sehen die Gläus, die einzelnen Bäume, was man verstellt, dem prächtigen Wald. Jene einzelnen Bäume, was am gesteckten der gefälschter sozialistischer Wirklichkeit, und wir haben verstellt den größten nationalen Wald, das ist gewann tief verankert in den Boden von der alten jüdischen Geschichte, Literatur und Kultur. Und uns durchgerufen die schweren Wolken von den sowjetischen Himmeln. Nicht kein anderer wie Schmiel Nigger schreibt sein äußerlicher Arbeit in der jüdischen Literatur in der Allgemeinen Enzyklopädie. Dieses ist ihr, der jüdische sowjetische Literatur, zugekommen in den Prat von Sozialen und Universalismus, fehlte in den Prat von nationaler Eingebundenheit und Richtigkeit. Trotz David Hofstein, wie als auch andere jüdisch-sowjetische Schreiber, es gewinnt tief eingebunden in der nationalen Vergangenheit, jüdische Volksgerüchtigkeit, die es beweisen aus seiner Welt von verschiedenen Zeiten, und besonders die Welt von was seinen geschaffenen Wohnung in dem Reformeperiod, in der Zeit von bitteren Gerangel, gegen bittere Faschismus. In dem Tag hat Schmuel Nigger, der bewusste Kritiker, der vierendige jüdische Literaturkritiker gemacht dazu. David Hofstein, wie die Mehrheit jüdischer sowjetischen Schreiber, ist ja nicht nur ein größer Künstler, nur ein Haschelier Zebo. Äußert liegt die tiefste Gefühlen und Verlangen von dem Volk. Und zum Wohl euch seine behaltenen Gefühlen und Gedanken, was haben in der sowjetischen Wirklichkeit nicht gekonnt bekommen, kein öffentlichen Ausdruck. Und erfahren sich später frei, was soll,
mit dem Herzen Kreuz bei ihr Leben. Menschen haben lieb gehabt über Kopfsteine, nicht bloß für seine wunderbare Liebe und Verhängnis, aber auch für seine strahlende Persönlichkeit, für seine Gutkeit und Ehrlichkeit. Besonders haben ihn lieb gehabt, die junge Schaffers, wenn er ständig reit, ihnen zu helfen. So wird Hofsteins Persönlichkeit. Auch geschildert ihm sein alter Freund, der Schreiber Hitzig Kipnis. Er hat ihn gut gekannt, noch von den Kinderjahren. Er schreibt. Wuchs, Kenner von Mitteln, in einer weichen schwarzen Hut, in einer geraden dunklen Mantel. Selbst als dem Pfuhl mit Kugel, die Schöne scheint von ihm herauf, dachte Gott. Er ist auf kein Müll reich nicht gewesen, weil er ist reicher von Reiche. Jede Pose, jede Unmissenkeit und Einstellung sind ihm fremd. Sein Staub, reine, freie Bewegungen, seine ständige Abknieslichkeit, seine Alleinreifkeit. Die Atari der frischen Feuer mit dem Saft ist ungesamt mit Pechergeist, mit Pechergeist, mit Gott gewünschten Verlangen in seine kreidelige, stille, erheuchtraumige Eisen Freude. Und die Almone, Heidi Hofstein, der zweite Buch mit Krieg und Weitig. Als seine charakteristischen und tragischen Episoden des Saarbrücher Litzstrahl von Hofstein verzweifelte Verlegenheit. Er ist schon gewinn arrestiert, David Hofstein, und hat ihm gesollt darüber fliehen, von der Tier das Füße kein Haus zu werden. In einer Nacht hält sich ab im Tier und möchte stellbar weiße Herr Wachmann von der KGB. Die Stubenmenschen sind erschrocken, und euch der Wachtmann steht uns verschrocken. Er ruft sich herein vom männlichen Kirch und mit der Stillkohl sagt er, ein bei Nacht, wie auf ob ein Mann, David Gofstein, in der Moskau-Turme. Er ist gesund, er wird ein bisschen Geld vielleicht zu kaufen, essen, warten und werden. Und dabei geht er zu, Jaka Ludina, sag ein Mensch, das ist. Nur der Wachmann von der KGB hat nicht gekonnt, Beistein dem Diskurs von Röntgen Zeuge. Ja, er ist gewähnt, schliert Silber durch Topstein. Er hat ausgedrückte Gedanken und Gefühle von dem Volk und hat schon gelebt in einer anderen Welt, eine hermetisch vermachte, hat er sich ständig mit dem Volk identifiziert. Mit dem ganzen Volk und nicht bloß mit dem sowjetischen jüdischen Volk. Was ist geboren geworden in der verkrippelten Meute zum Teil gesäckigte Kommissare. Und identifizieren sich mit dem jüdischen Volk, ist nicht gewähnt von der Leicht der Sachen, gewesen im Sowjetenverband. Kurz in die Jahren von der Zweiten Weltmitfrage, wenn Nationalismus von allen Schattierungen ist auch gewähnt in der Mode, bei Stalin ist auch beschlossen kein jüdisches Volk, kein jüdische Nation nicht gewähnt. Also solche abgepassten, der marxistische, jüdische Theoretiker, es hat zuerst gelost bei jüdische Schulen, Theater, Zeitungen, Verlagen, Kulturhäuser, wissenschaftliche Instituten, die das später alles umbringen zusammen die Steppe. Einer von seinen Kommunen ist durchgerennt bei der Topstein. Und das ist ein Gewinn aus Sof. Wollen wir doch auf eine Weile umkehren zum Unheil. David Hofstein, welcher gehört zu der bewussten Kiewer Gruppe jüdischer Schreiber zusammen mit der Selke, später bewusste Dichters und Prosaiker Dichters Markisch, Hitzig Pfeffer, David Hofstein und andere, zu welcher es auch gehört, der später bewusste in Amerika, Nachman Meisel, hat schon zahlen der Oktober und Lust gehabt, vor allem das Passat Lieder, was von ihm gebracht und erkennt. Aber bei ihm geworden ist er noch der Revolution, wenn er verrennt hat das Lied Prozessie. Ich habe das Lied da weggewandert in der jüdischen Welt, was er damals geguckt, mit so vielen Hoffnungen aus dem revolutionären Russland. Hofstein hat geschrieben,
Wir gehen in deine freundliche Reihen, spannende Menschheit. Mit stolze, heiße, dudig und kalte, tot noch tot. Auf Schandenstangen wackelt sich und wackelt der alte Gott. Mit Luft gelattet, flattert auf und flattert. Der alte heute von, zurück kein Spott. Also hat der jüdische Dichter David Hofstein versungen der Chorrevolution. Mit Freit und Enthusiasmus hat er sich gestellt in die freundliche Reihen von der spannenden Menschheit. Ein tragischer Prozess ist es gewesen. Ein Prozess, der muss auf gelosen Weg Millionen Teute von zwischen ihren drei Mitgeiern und Tonnenträgern. Ein Prozess, was hat an der Welt zertrotten, trott noch trott, die jüdische Kultur und ihre Schäfer und Sowjetunion. Und wann ist er gekommen zu der Revolution durch die Hofstein? Man muss es bekennen, mit einigen biografischen Strichen seine, weil besser verstehen, seine Persönlichkeit und seinen schäferischen Weg. Geboren geworden ist er im Juni 1889 in Kodostische, Kiewer Gubernie. Sein Vater ist gewesen, ein Waldungestalter, und von ihm hat David Hofstein mit seiner gejagten Liebschaft zum Wald, das wird später vernommen, aber deutlich Ort in sein Schatten. Wenn Hofstein ist noch gewesen, ein Kind, hat er die Sprache übergewandert in Dorf Jasnogorod in Berlin. Bis 9 Jahre hat Hofstein gelernt, der Heide, dann noch hat er zurückgekehrt beim Kodostischer. Er hat gewohnt und gelernt beim Seiden. Gleichzeitig hat er gelernt Russisch und Hebräisch bei privaten Lehrern. Nach 4 Jahren herum ist er zurückgekommen zu den Eltern im Dorf, hat 2 Jahre gelernt bei aufgebrachten Lehrern in Jitomir und gleichzeitig gearbeitet zusammen mit seinen 10 jüngeren Brüdern und Schwestern in der dörfischen Ballerbartigkeit. Zu 17 Jahren ist Hofstein geworden ein Lehrer in einem scheinheitlichen Dorf. In 1907 ist er gekommen in Kiew, durchgemacht im Kurs von 6 Klassen Gymnasien, und gedient im Militär in der Luft, ausgehalten Maturexamens. Wieder hat David Hofstein beim Schreiben, wenn er es alt gewesen von 9 Jahren. Erste Lieder hat er geschrieben in Hebräisch, später in Russisch und Ukrainisch. Mit jüdischen Liedern hat er debütiert in 1917, aber geschrieben hat er jüdische Lieder als Sachbücher. Und in seinem Debüt ist David Hofstein gewesen sehr produktiv wie ein Schreiber. Heute in den Jahren 1922 hat er veröffentlicht 6 Liedersammlungen. Er ist gewesen aktiv in dem literarischen und Kulturleben in Kiew und in Moskau. 1922 hat David Hofstein verloren dem Sowjetverband und das versetzt in Berlin. Es hat in jener Zeit gelebt, aber deutliche Gruppe jüdische Schreiber. Nach kurzer Zeit hat er zurückgekehrt im Sowjetverband und nach einem scharfen Konflikt zu Lübeck, dem muss er untergeschrieben, ein Memorandum gegen das Wort Bedites auf Hebräisch, ist er verurteilt geworden, der Pfarrer der Allgemeinen Versammlung von jüdischen Schreibern und Kultur in Moskau. David Hofstein hat dann 1924 wieder verlassen den Sowjetverband und ist versetzt in Berlin. Im April 1924 ist er aufgeführt, kein erstes Schul, wo er gelebt hat, eine Zeit und veröffentlicht dazu Lieder und Artikel in der hebräischen Presse. In 1926 ist er zurückgekommen im Sowjetverband, wo er herausgeholt in seine Eugenon durch die deutsche jüdische Schreiber. In seiner Dichtung ist Hofstein gewöhnt bis Gold diszipliniert. Seine Schuhe sind geschliffen, ziseliert, mammisch wie die teuerste Eisensteine. Heute Krieg gehört es zu vernehmen mit physischer Arbeit, verrückte Stuhlbrachen, alte Seiger, verschiedene Mechanismen, auch viele Häuser helfen damit seine Schreine.
hat Duzel gewinnt ein Künstler. Und er schon der Fall, weil er gewinnt. Viele Künstler, weil in der Kunst hat er sich vollständig aufgelöst. Er ist ja im tagtäglichen Leben gewinnt höchst zu tun und dabei gutartig bis Naivkeit. Es sitzt der Mann durch zwei Kuriosen, das während der Zeit durch Feige Hofstein in ihrer Montenburg und den Nazugow zu der allgemeinen Biografie von Dichter und Mensch. In einem Azubertalk der Zeit Feige Hofstein klingt mir an dort. Ui, Feige, ihr klingt schon so lang und ihr bist nicht tot. Was ist geschehen, fragt sie. Verstehst, ich bin im Boot. Im Boot? Was ist das Kürzchen im Boot? Nun, ich bin vorbeigegangen, im Boot bin ich herein. Hab sich alles geboten. Schick was hier für Häusen. Häusen? Wo sind deine Häusen? Ich weiß allein nicht, wie das einer hingekommen ist. Gesessen neben mir, als ein Beuler in ihrem Mann, wir haben ein bisschen geschmiert. Soll er sich umgenommen, meine Häuser? Und noch einer gesagt. Der Hofstein ist eine gewöhnliche Datsche hinter Kiew. Damit Hofstein hat er gar nicht gekonnt, einsitzen, er kann auch. Denkt er sehr oft, kommt kein Kiew und zurück. Einem Alumen der Zeitfrage Hofstein haben sie gewartet, unser Gewalt auf ihn. Er ist aber nicht gekommen. Und da sie vielleicht schlafen, sie sind gewinn spät, und der Herz seine leichte Tritt, er ist rein auf die Spitzfinger, gelangt aufzuwecken, nicht zugekehrt. Und das Pferd vielleicht schlafen. In der Früh ist er weg im Park, umgekehrt, ist sogar schon gestanden, gleich zu tun und schlug allein. Er schreit, er schmeichelt dich, wie er es verschuldigt hat. Du guckst ihm an und er selbst, er schreit in ihre Schief. Was hast du etwas umgeht um meine Schief, fragt das Volk. Und das ist Allah, sehen doch, wie gut seid ihr sehen euch auf mir. Mann, ich bin euch gemossen. Und wie sind deine Schief, fragt sie, lacht er bitte. Gott, Herr, am meisten. Dessen bei Nacht, die fremde Loppen zum letzten Zug, herein im Waggon, am Wieder von dem heißen Tag, mit die Studien. Und bevor ich hier von der Schief habe, weggestellt sein Leben sind, und sie habe weggeleitet auf der Bank in mir. Und bin weiß durch. Und drinnen geworden. Ich darf auch aufgehen. Ich tue dich hier. Hör sie, ihr könnt hin. Und wenn er im Waggon ist, er putzt mir keiner nicht gewähnt. Ich habe das nicht gewähnt, weil ich hoffe. Ja. Na, ich bin dort. Das Jahr verbringen in Erzis Fuhl hat die Lust beim Dichter tiefe Spuren. Jona Ruhm, in 1940 von David Hofstein, in ein Gespräch, mit Eliezer Podratschiken gesorgt. Bis er hat, bin ich in erstes Fuhl gewesen ein Jahr. Aber im Tag von dem dosigen Jahr wird Gedenken eilig. Geistig habe ich von dort kein und nicht ausgewandert. Er neigte es wegen dem seinen Abteil von meiner Lieder. Der Grund gefunden sei Frieden, das hier sitzt direkt von dort. Im Museum in David Hofstein bekommen in der Literatur ungelogen. In der tief-jüdischen Tradition. Und der deutsche Tradition hat er kein Mund nicht vergessen. In einem von meinen ersten Liedern unter dem Hunger Jerusche, geschrieben im Jahr 1919, wird er in Torstein. Ich habe euch mein Achsel am Masse genommen und Säumen befreite mit Herbstrind kalte, mit Seides Jerusche, mit Stecken mit alten, verstäubten, verstrumpfenen Lungen. Ihr lasst euch wegen, euch wandern, euch wollen. Und noch ein Tradition hat der Torsten getrunken mit sich, und er schüttelt das Gewehen, eine von seinen größten Liebes. Das ist Tradition von der größten russischen Literatur. Und heute im Kopf von den Klassiker von der russischen Dichtung Alexander Puschkin. Und euch die Liebschaft zum russischen Paysage, was ist auf Puschkin immer so scheint, versungen geworden, auf der Dämmel, wenn er uns gefunden hat, als zahlreiche Verschickung in der Kraus. Und die beiden Liebschaften kommen zusammen in der berühmten Poeme Hofsteins im Winter von Abend. Und da gaben sie sehr bekannt, wie es zitieren hat, der Schuhe. Im Winter von Abend mit russische Felder, wo konnten sein Ernter, wo konnten sein Ernter. A Feldlern Altings, a Skippender Schlitten,
Schlacher verschnitte aber Schneide von hier in der Mitte. Von unten in einzigen Winkeln blassen noch lässig teure stehende Passen. Von vorn verspreizt am Mittwoch Weißer und weit große Seiten auf sämtliche Heise, wo drin und auf Futter versunken in Schneen. Zum jüdischen Heisel ist Töchter aufgehen, a Heisel wie alle, und größer die Fenster, und zwischen die Kinder durften die Verälzte. In derselbe Poeme, sie findet sich euch das berühmte Lied, a weg der Schadesscheun, das wird gesungen um es tun, das ist noch eine Zeichen von jüdischer Kultur, aber es ist ihnen das einige Schöne. A weg der Schadesscheun, mit weißen Schneien, a größer Ärmeter mit geworden Arsch, die Mame sucht in Scheu, a weiten Sternen, und nicht gefunden ihn, und nicht vertraut. Ich sing in Umetkeit und will nicht sterben, ach war die Kuh ich mir, das Ei, das Nacht. Wir verlernen uns auf die Schuhe von Nostalgie nach jüdischen Lernsteige. Einige kurze Schuhe ist los, und wir von Bilder rufen wir uns in unserer Sprache. Bilder, was lohnt es nicht leicht verwischen, was können wir verleichten, mit geilen Vogeln nach, lang mit dem Reinen, oder fernen Hochsteins Schuhe. Und von noch ein Fall hat geschöpft auf den Hochstein, er schon mehr wie jeder andere, in der sowjetisch-jüdische Schreiber. Das ist jeder Mond, der danach. In seinen Schaffungen konnte er für einen ziemlicher direkte und indirekte Überrufen mit fanatischen Motiven und Symbolen. Vielmal nützte er Zitaten von danach und den Mottos zu seinen Liedern. Und wie er nützte Zitaten von Puschkinen. Es ist ein Wunder, was bald noch dem sein Erstliederbuch bei Wegen ist erschienen. In 1919. Jahr hat der Babuschentag zuschriftlicher war noch Schöwes geschrieben. In David Hofsteins bei Wegen haben wir passiert einen guten, artistisch ausgearbeiteten Muster von echter Lyrik. Hofstein ist wie so viel ein naher Mensch in unserer jüdischen Literatur. Er hat seinen eigenartigen Geugen als alles, was ein Mensch tut in seiner Menschlichkeit. So was er strebt und noch was er bängt, kehrt zur Harmonischkeit. Und darum ist sein ganzer Mahus als Sonniker. Zwischen seinen Lieder wird er kaum gefallen, eine, was pariert nicht dem Leser mit der tiefen lyrischen Inhalt, mit der virtuosen Geschliffenkeit, mit dem mutigen, eidlen Aufklärung einer harmonischen, poetischen Entstammung. Die deutsche Charakteristik ist sehr treffliche und sie ist Fall mit dem ganzen Schaffungswerk von Hofsteinen. Unheit bis ins Dorf. Nun lassen Sie sich auf Arbeit zurückkehren zum Unheil. Noch der enthusiastische Prozess hier, noch der Revolution in Russland gekommen der Bürgerkrieg und zusammen mit dem Abfalle von antijüdischen Pogromen die Städte und Städte von Ukraine, zum gekost teunter und teunter Karbones. Helmut schreibt David Hofstein. Erst gelernt sich suchen und schärfen die Zeit von den Pfonnen und Plätzen, es sehe geschoftene Schöpfen, es zähle für angstige Kerzen. Und voneinander liegt unter dem Namen Ukraine, und weiter, nicht mit Bild und Metapher, nur mit Blut von dem Herzen, schreibt der Studierte, und Herrscher wird es die, wie viele andere seine tief nationale Schaffungen später im Kosten sein eigen Leben. Ich kenne sie schon von lang, die unmächtige, leidige Geierschaft als deine russische Vokalen. Drittbanditische und niederschicke als deine Wörter. Himmelige Marken, ich kenne sie schon von lang im Brust von deinen Mengen, was unter Spitte
Weidliche, die altverschabert Eisen, ich ständig reite Stock mit Padrus, ich ständig reite die wilde Hände zu heulen, verwarf mir der Kopf, Schlock, Flock. Ich weiß auf euch, es teures Land gewinnen, wirklich Platz, Ausrufen von größten, größten Land, euch alle Streckesleine, schottet es ein Schand auf Beine. Er wollte noch gekonnt zitieren, unerschier Lieder von dem Dichter, der überweisen seine Meisterschaft, mit seinen Unsappen, mit der universalen Scheinkraft von seinen Bildern und seinen tiefen Lesen, von seinen klassischen gestrickenen Schuhen, und keinem Kohl mit seiner Volkigkeit. Es ist nicht jene gemachte oder nur gemachte Volkigkeit, welche wir treffen bei Kaiser Wertigkeitischer Dichter, was ist ausgeholt vom nationalen Inhalt, und schluckt euch um in den Ton von dem Volkslied. Aber nicht euer Konjunktur erkennen die Falschkeit und die Gekinzeltheit. David Hofsteins Volkigkeit ist ein echter und tiefer. Wenn wir euch auf eine Hüfte euch aufstellen, weil Sokolsov ist auf der Volkigkeit der Ritter und sein Schatten. Ob ihr so der Dichter richtet euch seinen Blick auf Volkigkeit und pushet der prosaische Werte. In durchstigen Willen des Nenter einzugucken in Spiegel von Volksgesicht, verstein sein Leben und durch den sich allein verstein und eigene Neigungen besinnen, hab ich auf acht Menschen meinen Blick aufgestellt. Noch jeder war gegen mich, es hat es klug geworden, auf der Dunkelkeit. Das heißt menschlicher Selbstbewusstsein, aber nicht äußern im Spiegel von Vollgesicht, hat der Dichter sich eingeguckt, neuert in den Spiegel von der Volksgeschichte. Und er sagt, seine Sache sind zugeworden, in jener Dunkelkeit von Jutäusenden, was er verläuften in seinen schäferischen Projektor. Ob es der historische Gang von dem Volk, mit welchem der Dichter identifiziert sich, vollständig in einer kurzen Verhängung oder in einem Lied von meinem Geist, wir werden es der Leuten bringen, nur etwas längere Fragment. Ich bin schon müde von Schwärmen, von Schwindeln, von Schwimmen, von Wegen in Wasser und Fremde, den Eigens soll mich nur reizen. Nun gewähne es einmal in mein Land, in Grinen, in tollen Winkel, in Galil. Nun gewähne es eine jüdische Mame, von der Mame gehatet ein Kind, und vom Kind ist gewonnen ein Mann mit schaffenen, geistigen Augen. Ist wem es heißig? Ist bisweilen gegen himmlischen Vollel durch klösterische Spitzen, wenn goldene Passen sich kreizen. Bis wannen, wenn Blicken betriebte, mir Kindchen auf jeden mein Wieden, mein blutigen Tropf. Noch in der Mannen Marxen, wenn es leibischer Würst steigt beim Moster, geibigen Kreml und Neufleisch Bronsteinen, Trotzkin, wenn es Gold weiß, dass wir ein Gewitter in dem breiten russischen, in der überbreite russische Erde, stellt der Dichter eine rhetorische Frage und entfernt euch darauf allein. Und wo und wer ist das Volk, die Kreml, mit was sie handeln? Als eins, oh, die ärmste Kreml, was am Namul der Welt geschenkt, Heinrich Heine. Nein, hat er so geitert, Fanatiker, verachtete Pedanten, älterseits von Albert Einstein. Dort weiter, dort tiefer, von finsteren Misten, von Feiern, liegt euch auf die Zeiten in weiße, lüftige Kleider, gestreifte mit Rosen, der Schleife von Rosenflore, Morsch, Genosse. Ihr sicher Umes von Herrscher und Henker, es ist mir schon nimmers gelangt, gedenken, wie ihr hielt meine weite, verleuerne Tritt, auf eure Stille, gezielte bei Säulen. Die Städte und Teute Städte. Wollen wir nicht vergessen,
als ob das Lied, was der Dichter hat angerufen, Lied für mein Geist gilt. Und was es in der innersten Erneuerung von seiner tiefen Engagiertkeit in den Prozess von Volksgestaltung, von seiner Vergangenheit und Gegenwart, als ob das Lied des geschriebenen Gewohnen Sowjetverband, von unter dem Schild von Völkerfreundschaft und Internationalismus, hat nicht aufgehört, des Sinne zum jüdischen Volk und Antisemitismus, des Gehirn als Buchtägliches erscheinen. In der Schwere willkommen, Jungen, hat Dube Torstein sich gefunden in Ufa, der Hauptstadt von dem Bastionland. Und da, weit von dem Front, hat er geträumt, hat er geteuert, auf dem Gäuel von seinem Volk, was ist aufgegangen im Blut, in die Götter von Polen und Litte, in Ukraine und Weißrussland. Aber in seinen schwersten Momenten hat er nicht verloren sein Glauben, als das Volk wird aussteuern. Das Überleben des Sonne. Und in der Nacht, wenn er vielleicht schreiben seine Lieder, bleibt er sich oft wenden zu den uralten jüdischen Qualen und freuen Volk und danach. In einer seiner Nacht hat er verzeihen. Gesagt zu ihm, selten treffen sich also bescheine Aphorismen. Die Trefflichkeit des Gehirns als Scheuderlich. Der muss dadurch geschrieben sein Lieder zu den Quilles. Welchen erwähnt sich direkt zum Herr von meinem Leben. Herr von meinem Leben weißt, wie vor mir vor ihnen suchen gekämpft und gefunden, Lichtigkeit und Preis. So hat mir mein Tod verteut, dreiste und häufte Verlangen, will ich auch die Gedanken euch behalten und treu. Und mit nebischer Visie, nämlich als Zitat am Motto von Michesti, in dein Blut auf zu leben, schreibt der Dichter. Ich sehe, ist im ganzen Blut. Ich sehe, als mit Keut ist ein Stern, was ich sage, nicht treue. Gedenk, dein Meuer erlebt, oh erlebt. Und durch Pein und durch Trock ist beständig in Schaffen und Blut, ich sehe. Mit Beilen dein Buch ist verwebt, und mit Wunden bedeckt ist dein Brust, ist den ganzen in Blut, ich sage dir, nicht treue, gedenk, dein Feuer erlebt, oh erlebt. Ja, David Hofstein, ihr werdet nicht bloß ein größer Dichter, sondern ein dreister, ein mutiger Dichter. Sein Dreistkeit und Mut kommt aus dem Ausdruck in dem Himmel zum jüdischen Loschen, zum jüdischen Wort, was ist gewendet, Instrument für seine Schaffung. Agame hat sich behalten, sein Liebschaft hebräisch, was er hat ausgetragen für seine Kindheit und für sein Leben, aber Ajo-Zeit näher zu stören. Wir haben bei Hofstein ein Lied unternommen im jüdischen Wort, was kann er weggestellt werden, haben wir ignoren, zwischen den Schaffungen von jüdischen Dichter, der wird mit Loschen jüdisch. Schreibt David Hofstein. In jüdischen Wort, es ist wild, es ist wild, es ist feier. Ist der Hanna sein Ruf zu Manayum. Ist der Hanna sein herrlicher Feier. Als Winden, wo sehen euch weltliche Breite behotten, nicht können verblosen sein glühenden Orten. Und Aschen von Kuffers nicht können sein Zunter vergreuen. Sein munteren Funtel, was hält sich auf Stillkeit und Bräuen. Im jüdischen Wald, was ist auch aus der Häus von den Zwangen, was unruhig sucht sich nach Felder und Steppes, ist der Hand schon die sichere Ruhe und die Breitkeit von Eppos. Und nicht nur bei heiligen Schamrim, im Wald bei den Porsche der Hieters, hört sich der Unheil von Stolz der Gesangen zu Schlitters. Es ist der Unsorg bei Grundrecht, Gange von Schreier. Im jüdischen Wort, es ist wild, es ist wild, es ist feier. Und wenn wir reden wegen der Reichskeit und Mut, ich kann nicht vergessen, das Lied, was ist öfter gewesen, zusammen letzte von Dobert Hofsteins reichen Schaffen, was in einem brutal übergerissen geworden ist, ein Fenster, den anderen Lied. Das Lied unternommen, bei meinem Fenster.
Das Lied ist auch schon so viel geschrieben geworden und den Eindruck von der Umstein von Medina Sissouel. Und nun hat Pater Dichter aber gestellt, am Ort auf dem Kusch des Ali, und er schreibt für Amin Asaturatie, er nutzte Topfstein, mit Kuschnitz Gestalt, bei äußerten seine apikorsische Gedanken. Rommel Gedenken, Gemeinde des in Moskau, im Jahr 1948. Dort ist ein Fragment von dort geliebt, das in Gemeinde und Topfsteins Spannen gesandt. Es ist klar mir, dass er es hat sind umgetrunken mit den Freiheitssoldaten. In Ecken in aller von Welt, was sein Volk und der Ruf nicht verraten. Die Bayern, sein mutiger Freund, und am Morgen noch gekämpft hat, die Griffen. Jetzt kämpft unser Puschke mit Schlenk, was ein Volk ist noch umgetrunken kriegen. In alle Medinas, wie euch und jetzt vorher der jüngste Medina. Sein Liebes kämpft vor dem Feind, alle Feinde spielen sein Sinne. Ich frei bei der Herbstige Schwellen. Es winkt schon der Jahr 49. Drei Jäuglen sind Herres geboren, sind Tiefen geboren, verzerrte. Ich frei bei den Schwellen von Zukunft. Sein Neuigkeit fiel ihr vollseitig. Mit Frucht durch unendliche Felder. Es wird unser Liebe gezeitigt. Ich will wegen dem euch verzeihen. Ihr Freund, meine Wunder, seid doch. Ach, Wunder, seid doch geblieben. Und in eure Hotchen verwandert. Kein Meire, kein Duren. Kein Zuchen, im neunten Mittel, im Weiten. Ergreift mit Tum schon der Orten von unserer jähigen Zeiten. Soll alle mein Eich jetzt vergreifen, das Glück, was bei mir ist verborgen. Ich stehe bei meinem hüftigen Fenster und sorge unserer Welt an guten Boden. Reinigte Lieder von Dolle Topfstein, der vierte Tierte und viele andere, und als der Monster mit dem Dichter Salmune bei Gehoffstein der Zeit in dem Buch wegen dem umgebrachten Mann mit einer kurzen charakteristischen Episode. Gott legte euch das Hoffe und leint das neue Buch seines. Und plötzlich man euch gespeit. Oh, ich bin hier vergoldener Dichter. Nein, es ist nicht gewinnt kein Megalomanie. Du mit Hofstein ist nur weit gewinnt davon. Aber er hat gewusst, wie andere aufzuschätzen und euch wie aufzuschätzen sich allein. Können wir Größe befassen. Euch ist er gewinnt goldener Dichter. Wo Smerbel einst herein in seine Lieder, dann nimmt man erst recht der Rede, was unsere Literatur hat gelitten zu dem Umbringen, umbringe ihn zusammen mit der Freund von der sowjetisch-jüdischen Literatur. Und er hat doch noch gekonnt, da so viel wunderbare Werk schaffen, wie doch erst gegangen das 60. Jahr. Die Schlange hat gereuert, befreit von dem Dichter mit dem Aufkommen von der jüdischen Medina. Euch sein Guten Morgen, was in der Welt kein Gutes Jahr nicht beantwortet. Agamer ist also vergeigt gewesen in der Scheinkeit und in der Träumigkeit von einem mien Mensch, welcher bewohnt ihre Längen und Breiten, euch Zuffen, euch Dürren, euch Meire, in neunten Misse und Weiten. Agef, das letzte Buch von dem Dirk Topfsteinen, das in Deutschland im Sowjetenverband noch da sein Teut, hat getragen den Namen, ihr Leid. So hat er nicht verloren dem Gäuben euch dämmelt, jene tragische Septembertag von dem 48. Jahr, wenn die KGB-Leiterin gekommen ins Haus, immer wegnimmt und auch weggenommen von dort auf Eibig, das wird schon vorbei, man sagt. Bei jenem tragischen Septembertag, da zeigt der Name Hofstein, Kaiser Hofstein. Sitzen wir und gucken über Nacht die Schreibmaschinke, Liebergesetzte, Pjessen von jüdischen Theater und Tutum Akunken Tier. So wird das Travis getan und Vorderzimmer. Drei sind es eingewählt. Unbekannte, modne Parteien. Ich gucke euch sei und euch dort. Erste mich,
das Papier auf der Hand. Hab ja alles klug gemacht. Fünf peinliche Show haben die fremde, unfreundliche Menschen geballert mit dem Stuhl. Gelichter, gesucht, gemischt, geblätterte Bücher. Jeder jüdische Buch hat er ausgerufen, aber unter dem Schad. Da wird das gemustert, während dem Inhalt. Auf der Gasse ist schon gut nach, und wir sind alle gesessen, die Ziege schmiedet zum Ort. Goritz hat doch nicht einmal Akerbin von zu mir gesagt, sei ruhig. Und ich habe geguckt, dass ein Punkt der anderen Mieten vorne. Nicht geguckt, noch eingeguckt. So hat die Eingwörter gedacht, wer weiß, wie viel noch sein. Und hat das schon vermacht, das Tier nach ihm. Unsere Stubarbeiter erfeuert in den mittleren Jahren. Sie sind noch gelaufen mit einem Knäppel in der Hand. Und geheult über den ganzen Häuf wie ein Dorf, weil ich den Futter ruhig am Messer verstoßt. Hot, hot, und er wird geboren haben in Shishim. Wenn er geboren haben in Shishim, ist er dort trotzdem zusammen mit vielen anderen jüdisch-sowjetischen Dichtern, Künstlern und Kulturen, gewinnen für die Kratesten aus der sowjetischen Krise. Und umgebracht geworden ist er zusammen mit der Freundin von der sowjetisch-jüdischen Literatur, am 12. August 1952. Hat uns gelassen der Dichter sein Gäuben in die Schuhe von Alin Savoy. Und dringend ist zu wissen, es hat sich mein giftiger Faden nicht übergerissen. Und wir weiterspinnen auf dem giftigen Faden. Danke. Wir danken dem Dichter Moshe Shklar, verbringen zu uns David Hofstein in eine Dimension, bringen ihm alle Bedingungen zu uns. Und ich habe geklärt, die Grace ist unser Unglück, der doppelte Unglück. Zum Umbringen physisch und umbringen geistig Erfolg. Und umbringen Wörter, Gedanken und Schemgeister und die, die haben geholfen, dem jüdischen Volk umzugehen. Und ich glaube, es ist eine große Ablauf in unserer jüdischen Gesellschaft, welche vernimmt sich also wenig mit unserer jüdischen Literatur, nicht nur von der amerikanischen jüdischen Literatur, nicht von der polnischen, jüdischen Literatur, nur von der umgekommenen, umgebrachten, verbrämten jüdisch-russischen Literatur. Und wir werden sich da in dem kleinen Winkel von unserem jüdischen Kulturclub geben mal Wort, geben mal Spur, als wir wählen von den 24 umgekommenen sowjetisch-jüdischen Schreiber. Ausgläubigen die Seder, einmal, zweimal ein Jahr, reden wegen die umgekommenen Schreiber. Ein Ruf bringen sie zurück, lebendiger Heid, Herrn sei ihr Wort, Herrn sei ihr Gedankengang und Herrn die tiefe Ranglernischen und Mensch, welche haben wir sie geglaubt in dem Ideal, und er ist schrecklich abgenarrt geworden von dem. Unser Dank, Moshe Shklar, verbringen uns den Hofsteinen dahin genommen. Danke.